Strahlend blaues Wasser und 15 Knoten Wind. Perfekte Rennbedingungen für das Germany Sail GP Team am vergangenen Wochenende auf Bermuda. Es ist das 10. Rennen der Saison für Fahrer Erik Heil und sein Team, die im Vergleich zur internationalen Konkurrenz noch zu den Neulingen der Rennserie gehören. Wir hatten beim letzten Rennen Glück, dass so viele Teams Probleme hatten und dadurch eine bessere Platzierung. Aber ich denke, die Tage auf dem Wasser sind das Wichtigste für neue Teams und wir versuchen, jede Minute davon zu nutzen. Sail GP, das ist Action pur. Jedes Rennen besteht aus mehreren Läufen über 2 Tage, in denen sich die besten 3 Teams für das Finale qualifizieren. Alle Crews nutzen dabei die exakt gleichen F-50-Katamarane und fliegen mit fast 100 Stundenkilometern übers Wasser. Wie in der Formel 1 gehen die Fahrer dabei regelmäßig an die Grenzen, wie die US-Amerikaner im Trainingslauf am Freitag. Das deutsche Team war zuerst vor Ort und konnte bei der Bergung helfen. Verletzt wurde zum Glück niemand, geblieben ist nur die Enttäuschung über das Rennen aus. Wir sind natürlich geknickt, jetzt nicht dabei sein zu können, weil Bermuda wie unser zweites Zuhause ist. Und bitter, nun zuschauen zu müssen, aber so ist der Sport. Manchmal läuft es nicht wie geplant. Um die Führung im Gesamtklassement kämpfen aktuell Australien und Neuseeland. Wobei die Australier an Tag 1 klar die Nase vorn hatten. Überraschungssieger war aber Spanien. Obwohl das Team nur ganz knapp den Sprung unter die letzten 3 schaffte, zauberte die Crew um Diego Botín ein perfektes Finale aufs Wasser. Der furiose Start und das taktisch fehlerfreie Rennen brachte dem Spain Sail GP Team den erst 2. Eventsieg ihrer Teamgeschichte ein. Es fühlt sich fantastisch an. Wir konnten es kaum glauben, als wir über die Ziellinie gefahren sind. Wir standen im Finale mit den 2 besten Teams der Liga und haben es geschafft, bei stabilen Bedingungen vor ihnen zu bleiben. Es fühlt sich an, als würden wir immer stärker werden. Ein fantastisches Gefühl. Die Spanier stehen nun mit 65 Punkten nur 2 Zähler hinter den zweitplatzierten Australiern und dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf das Final Match Race um den Gesamtsieg machen. 3 Rennen stehen noch aus. Next Stop, 1. und 2. Juni in Halifax, Kanada.